Levitation. Hängt mit Gravitation zusammen. Gravitation hat zwei Seiten, ein polares Phänomen. Gravitation und Antigravitation. Gravitation hängt mit Klang zusammen. Klang ist ein weiter Verwandter der Gravitation. Über den Klang kann man auch die Gravitation wunderbar einwirken. Klang, ein Verwandter von Gravitation. Antigravitation, also die unsichtbare Kehrseite der Gravitation. Wir haben das Phänomen überhaupt nicht begriffen im Kollektiven. Der Newton damals, Bumm, Apfel auf die Birne, hat das Wort erfunden, Gravitation, Schwerkraft. Ja. Gibt es danach, in 300 Jahren, die danach abgelaufen sind, eine plausible Erklärung des Phänomens? Ihr werdet euch wundern, nein, gibt es nicht. Es gibt Haufen Bücher und im Prinzip geht alles auf das Wort hinaus. Es wird postuliert, es gibt diese Kraft und die wird an die Körper gehängt. Es wird nicht als Eigenschaft des Raumes verstanden, die im Körper aktiv wird, sondern als Eigenschaft der Masse, sprich Materie. Da sind wir wieder bei unserem Kügelchen. Gravitation ist grundsätzlich etwas anderes. Es ist ein komplexes Phänomen. Es lässt sich bewusstseinstechnisch wunderbar beeinflussen. Levitieren ist Realität. Selbst in diesen dichten Zeiten. Früher, wo das Gewebe der Realität viel feinstofflicher war, war das kein Wunder. Wie baut man einen Tempel aus Steinblöcken, die 300 Tonnen wiegen? 400 Tonnen wiegen? 500 Tonnen wiegen? 600 Tonnen wiegen? Es gibt keinen Kraft, der das heben kann. Lieber gar nicht nachdenken, wie sie das geschafft haben. Es wird irgendwann dafür eine wissenschaftliche Erklärung geben. Levitation. Sie haben die Dinge schweben lassen, eingefügt. So hat es funktioniert. So. Genau. Ja. Auch Mensch kann levitieren, hat immer gekonnt, wird immer können. Der fortgeschrittene Spirituelle, der das schweren Herzen sehr genau akzeptiert hat oder mit Begeisterung akzeptiert hat, dass es Menschen gibt, die levitieren können, begreift das Levitieren als so Schweben in der Luft. Levitieren ist nicht Schweben in der Luft. Levitieren ist ein Stehen im Istral. Man kann auch Äther sagen, ist nicht weit voneinander getrennt. Ätherstufe ist schon die Substanz, wo man hängt oder steht, wie im Wasser. Das heißt, das Bewusstsein, dass du nicht in der Luft bist, sondern in der Realität dahinter auch bist und in dem Falle überwiegend in dahinter stehende Realität der Ursachen bist. Wir können es Hyperraum, wir können es Metaraum nennen, wir können es Äther oder Istral nennen, wir können es Licht nennen, das gleichzeitig Raum ist, oder Raum, das gleichzeitig Licht ist. Und du bist eines Blutes da mit, wie du aus Wasser bestehend im Wasser selbstverständlich schwebst oder stehst. Ja? Auf dieser Stufe, und das ist Bewusstseinseinschaltung. Du siehst zwar, dass du in 3D-Realität auch bist, aber dein Schwerpunkt ist nicht in 3D-Realität. In 3D-Realität ist dein Körper, das du mitnimmst.
Du schwebst nicht mit dem Körper. Du stehst im Istral mit deinem Ätherkörper und nimmst deinen physischen Körper mit als Ballast. Das ist was anderes als im Hyperraum fliegen. Da fliegst du mit dem Körper. Hier macht der Körper nichts. Wird einfach mitgenommen. Und es gibt Ängste, die im Körper verankert sind, den Boden unter den Füßen zu verlieren. Daraus resultieren viele kleine Tricks, die die Meditierenden anwenden, ob das jetzt ein Stab ist, ja, dass er mit der Erde verbunden ist, oder ein Fluggerät namens Besen früher. Ja. Es gab auch Hexen, die in so kleinen Böttchen geflogen sind. Sprich, man nimmt sogar mehr Ballast auf, aber die Stupa hat das Empfinden, dass sie den Boden unter den Füßen hat. Eine kleine Hilfe für sich. Daher kommt sie. Fliegen sie Teppich, weil man sitzt mit dem Arsch irgendwo auf dem Teppich. Ja? Ja? Daher kommen all diese kleinen Hilfen. Weil man den Körper ein bisschen austrickst, damit er keinen Widerstand leistet. Der Körper wird mitgenommen und sogar mehr Gewicht wird mitgenommen. Dann ist eigentlich diese Superman-Fantasie gar nicht so verkehrt. Ne? Also, die Superman, du kennst den Superman, der blauen Anzug, den Helm. Fliegen ist etwas anderes als im Istral stehen, ja? Als levitieren. Das ist etwas, wo Gravitation sozusagen außer Kraft oder ausbalanciert oder außer Kraft gesetzt wird. Ja? Fliegen, dafür brauchst du schon Antrieb. Und das funktioniert mit anderen, so wie hier zum Beispiel, du Stupa umdrehst oder ausschaltest oder einfach ruhig stellst und dich zum Beispiel von der Rail da anheben lässt, anziehen lässt. So brauchst du für einen Antrieb anderer Kräfte, Rasso zum Beispiel. Levitation ist Realität. Wir werden alle fliegen können. Das ist doch etwas Gutes, das ist eine gute Nachricht. Das ist real, das ist möglich, das wird stattfinden. Am besten noch in diesem Körper. Es ist machbar. Das ist ein gigantisches Abenteuer.